Was wir auf jeden Fall brauchen für den Eingang, wir müssen hier ja noch einen rauskommen. Das heißt, da unten kommt noch Holz rein, die strippen wir. Dann haben wir ja erstmal so eine runde Hütte. Fürs Erste ist das ja, glaube ich, ganz okay. Zwei Sand haben wir noch. Können wir hier schon mal irgendwie angleichen. Und ach, wir müssen ja hier auch noch was machen. Ich habe mehr Cobblestone als als Erde. Das heißt, das gleiche ich direkt mal hier so an. Dann könnten wir hier sagen, zack, 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 zack. Dann bleibt das hier unten halt dunkel. Das stört ja auch niemanden. So. Dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Pfusch am Bau. Ja, hier kann eigentlich komplett Sand drüber kommen. Den Sandstone finde ich jetzt eh nicht so dolle. Aber ich glaube, dann mache ich das so, dass wir hier trotzdem eine Etage runtergehen. Mann. Mann. Wasser ist schon echt doof. Manchmal. So. Du kommst nochmal weg. Genau so. Dann da, 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 da. So. Ja, und dann können wir hier unten zumachen. Und wenn wir da jetzt noch überall Sand drauflegen, dann sollte das doch ganz schön sein. So ein bisschen mehr Strand hier halt. So, dann könnte man die Karte auch hier anfangen lassen, hier lang gehen lassen, hier, hier und hier. Dann würde ich vielleicht wirklich noch, wobei wir bauen uns ja eher nach hier, das heißt, unsere Main Area wird ja dann wirklich eher so in diesem Bereich sein. Dann könnte das passen. Hm. Ja, gehen wir noch zwei nach links und einen nach rechts. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das Zuckerrohr. Es wächst. Oh, es wächst langsam. Das ist ja schon mal schön. Aber ich traue mich jetzt nicht weiter da hinten hinzugehen. Auch wenn ich hier keine Monster sehe, interessanterweise. Aber die müssen ja auch irgendwo sein. Naja. Geh erstmal kurz schlafen und dann können wir gleich nochmal weiter überlegen. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem kleinen Map-Haus am Spawn. Wie man vielleicht merkt. Hm. So, und mich interessiert jetzt schon, ob hier die Monsterfalle irgendwas getan hat in der Zeit. Ich meine, wir sind jetzt die ganze Zeit irgendwie hier in der Nähe. Eigentlich sollten in der Monsterfalle Monster spawnen. Okay, wir haben einen String bekommen. Interessant. Und drei Rotten Flesh. Also langsam, aber sicher scheint sie zu funktionieren. Das finde ich jetzt mal gut. Hm. Vielleicht wird es ja doch was. Vielleicht wird es ja doch was. Die Felder können wir bald auch abernten. Herbert geht's gut, so wie es aussieht. So, das wird natürlich einiges an Leck kreieren hier. Aber dann ist das so. Hm, ja, nach rechts wird es halt auch nur blau. Können wir besser noch einmal Karten nach links machen. Ich glaube, das ist ganz schön dann. Dann belassen wir es auch erstmal dabei. Wir können ja hier sogar Torches hinhängen, dann ist alles gut beleuchtet. Wobei ich die dann doch eher hier hin machen würde. Wir brauchen ja auch gar nicht so viele. So. So, gehe ich noch eins in die Höhe. Ich glaube, ne? Sollten wir machen. So, ich fülle mal kurz die beiden Fenster aus. Und den hier aus. Und dann 11 Stück habe ich noch dabei. Das wird jetzt natürlich nicht reichen. Ne, super. So. Aber an sich sieht das doch schon mal ganz schön aus. Könnten wir hier jeweils was hinmachen. Hier jeweils was hinmachen. Hier jeweils was hinmachen. Dann Fackeln. Und hier jeweils eine Fackel. Die sind jetzt auch schon wieder... Ich, das ist Sach.
So. Ja, hier so ein kleines rundes Dach drauf. Dann haben wir eine kleine Hütte. Könnten wir noch eins nach oben gehen oder eins nach unten, wie uns gerade lustig ist. Nach oben hin wird halt alles blau werden, aber vielleicht machen wir das dann einfach hier so als große Map. Da könnten wir halt wirklich schon fast eins nach links gehen. Nee, ich lasse das so. Dann gehen wir eins nach oben. Also die 5 Karten müssen wir noch machen. Dann haben wir hier wirklich eine riesen Wand mit Maps. Und ja, der Rest ist so ein bisschen zum Rausgucken, zum schönen Aussehen. Und dann können wir hier einen kleinen Weg rummachen zur Hütte. Ein bisschen begrünen. Vielleicht nehme ich auch hier einfach ein bisschen Sandstrand weg und verlagere den dann wirklich da unten hin, dass wir hier oben wirklich ein bisschen mehr Wiese haben. Könnte, glaube ich, auch ganz gut aussehen. So. Was wollte ich jetzt machen? Wir brauchen ein paar Stämme. Und wir haben viel zu viel normales Sprucewood. So, ich nehme mal ein paar Stämme mit. Und für das Dach benutzen wir, glaube ich, fast nur Oak Slabs. Das heißt, die nehme ich auch mal mit. Ja, das passt doch. Glaube ich. Versuchen wir es mal. Ich klaue mir mal kurz den Crafting Table hier. Oder, ach, wisst ihr was? Wir craften uns mal einen neuen. Was soll denn der Geiz? So. Können wir ja sogar hier reinstellen. Crafting Table, und wir können dann auch den Kartentable hier reinstellen. So im Eingang. Was wollte ich jetzt eigentlich? Die Spruce Logs wollte ich. 1, 2, 3, 4, 5. Das war es dann schon. Dann kann die Erde hier raus. Da kann Glas rein. Hier kann eine Tür rein. So, für das Dach würde ich gerne einfach Slabs benutzen. 1, 2, 3, 4. Das heißt, da brauchen wir jetzt einfach einen riesen Haufen Slabs. Das klingt doch schon mal gut. Da ist Erde. Dann bauen wir uns hier einmal hoch. So. Ach nee, warte mal. So, das hätte ich schon gern. Oder machen wir das? Ich mach's erstmal so. Wir können es ja immer noch erweitern. So. 1, 2, 3. Das mache ich mal von unten. Ich glaube, das ist einfacher. Beziehungsweise geht schneller. Ja, so von unten fällt es gar nicht auf und dann sieht es noch ein bisschen runder aus, glaube ich. Aber wenn wir das hier nur direkt lang gehen lassen, das Dach. 2, 3. 1 und 2. Ja, ansonsten würden wir das auch einfach nur eins weiter rausziehen. Ist ja auch doof. So. Jetzt brauchen wir hier den Double Slab. Das heißt, du kommst dahin, du dahin und du dahin. Du dahin, du dahin und du kommst dahin. Das gleiche gilt für diese Seite. So, und für diese Seite. Gut, wir könnten die jetzt auch noch verbinden. Aber ich mache das jetzt erstmal so. Oh, nee, da brauchen wir jetzt den oberen. Das war jetzt ein bisschen doof. Hier machen wir den, dann kommt der raus, der kommt rein. Oh, jetzt ist die Frage mit dem Light Level natürlich. Spawnt da was drauf? So, wir haben hier ist irgendwie 14, 13. Das heißt, der Block hier müsste 12 sein. Dann sagen wir mal, hier ist 11, hier ist 10, hier ist 9, hier ist 8. Ja, das sollte noch hell erleuchtet sein, glaube ich. So, die letzte Frage und die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollten. Sieht das gut aus oder nicht? Ja, ist erstmal. Ja,
Ja, ist erstmal okay. Es könnte schlimmer sein. Könnte auch deutlich schöner sein. Aber so für den Anfang ist das, glaube ich, ganz okay so. Einfach so eine kleine Hütte um den Worldspawn rum. Von unseren Vorfahren gemacht. Ja. Das ist doch was. So, dann hole ich von da hinten auch mal das Sugarcane. Theoretisch könnten wir da hinten auch noch was abernten, aber wir müssen auch nicht übertreiben, würde ich sagen. Ich hau das hier mal ganz weg. Und dann pflanze ich das. Ach komm, ich lasse hier mal... Ah doch, einen lasse ich hier mal stehen. Und einen lasse ich mal da stehen. Das soll ja auch schön aussehen. Und dann hauen wir uns da hinten noch ein bisschen hin. Gerade für die Papierproduktion jetzt können wir erstmal nicht genug haben. Und dann können wir das ja später immer noch wieder wegnehmen, was wir jetzt irgendwie zu viel angepflanzt haben. So. Na gut, hier kann man auch nicht schön anpflanzen. Aber hier nochmal drei hin. Und dann passt das.